das TomTom Via 62. Ja, Navigationsgeräte und ich waren eigentlich immer zweierlei, ja, Spinnefeind, sage ich mal. Für mich war ein Navigationssystem immer so oldschool, behaupte ich jetzt einfach mal, weil es war so abgeschlossen. Es war sehr schwierig, dort etwas einzugeben. Wenn man zum Beispiel nach Göttingen wollte, dann hat man G eingedrückt und dann kam erstmal eine lange Warteschleife, bis alle Orte angezeigt wurden, die mit G anfangen. Und das fand ich immer sehr, sehr lästig. Dann mit den Updates und hin und her. Und es war halt einfach nicht so schön und dann halt auch nicht so aktuell. Dies ändert sich ja bei dem Viva, weil wir eine Konnektivität zum Smartphone haben. Bedeutet, jeder, der natürlich keinen Smartphone-Tarif hat, beziehungsweise einen Datentarif, für den ist das Gerät zwar nutzbar, aber nur ein Bruchteil davon, von dem, was das Gerät eigentlich kann. So, was ist denn jetzt die Besonderheit? Ich finde, sie ist die Symbiose zwischen dem Smartphone und dem Navi von heute. Die ganze schwierige Eingabe der Orte, der Lieblingsorte, der Arbeitsstelle und etc. pp. Entfällt nahezu komplett, weil dies über die Webseite als Beispiel möglich ist. Sobald ich dort ein Ziel eingebe, wird das automatisch auf das TomTom überspielt. Wie gesagt, ich brauche natürlich immer Konnektivität zu dem Smartphone, was natürlich dann einen Datentarif benötigt, weil wir unterwegs dann sonst die Sachen nicht abrufen können. Gut, bedeutet also im Umkehrschluss, wir können eine Route über die Webseite planen, geben die Orte ein, wo wir hin möchten, über Orte, die wir noch zwischendurch besuchen möchten, setzen uns ins Auto, drücken keine einzige Taste und das Navi wird uns dorthin führen, was wir vorher eingegeben haben. Natürlich geht das auch ohne Rechner, ohne Webseite, über eine App, die es von TomTom gibt. Dort habe ich dann die Möglichkeit, auch meine Orte zu suchen, einzugeben etc. pp. Ich habe natürlich in Echtzeit dann auch Informationen über Verkehrslagen und auch Blitzer soll es wohl geben. Wir sind jetzt in einem Modus, wo wir einfach nur über die Straße fliegen, wo wir halt Informationen bekommen, welche Straßen sich wo befinden, welche davon abgehen und wie schnell man hier fahren darf. Man kann auch einen Alarm einstellen, das heißt, wenn man zu schnell fährt, dann schlägt das kleine Navi Alarm. Hier sieht man, jetzt bin ich 5 km/h drüber, jetzt ist es rot, wenn wir jetzt langsamer werden, wird es gelb und wenn ich mich optimal im 70er Bereich, dort ist auch das Schild, jetzt befinden wir uns im optimalen Geschwindigkeitsbereich und dann ist die, die Anzeige, ich sag mal, farblos, nur grau hinterlegt. Ist ganz witzig. Nächster kleiner Vorteil: Das Gerät verbindet sich ja automatisch immer mit dem Smartphone, sobald wir das einschalten. Und dadurch werden Blitzerinformationen automatisch abgerufen und mir auf der Strecke, die ich gerade fahre, auch wenn sie nicht geplant ist, automatisch angezeigt. Und das ist richtig cool, weil ich mir da keinen großen Kopf machen will. Ich will ja nicht sagen, dass ich immer zu schnell fahre, aber so habe ich halt immer, ja, die Sicherheit, dass mich das Gerät darauf hinweist, dass ich mal zu schnell bin, beziehungsweise auch, dass mal vielleicht eventuell ein Blitzer unterwegs ist. Das nächste, das Gerät, kennt man ja vielleicht über die Eingabe, ist ja immer echt kompliziert gewesen. Wir haben jetzt auch eine Sprachausgabe, die wir auch selber modifizieren können. Ich habe es Navi genannt, für mich ist das ein Navi. Und wenn ich sage, okay Navi, geht das Gerät automatisch in den Schnurren. Letzte Ziele. Nennen Sie die Listennummer eines der letzten Ziele. Heimatort. Ich höre. Letzte Ziele. Nennen Sie die Listennummer eines der letzten Ziele. Ja, hat doch Nummer gesagt, die Dummi. 2. Nummer 2, ist das korrekt? Ja. Schnellste Route wird gesucht. Dankeschön. So, und ich habe jetzt kein Knöpfchen gedrückt. Ich war nur eben zu dussel. Ich hätte die 2 sagen müssen. Stand da ja auch. Fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Jawohl, Ma'am. Vierte Ausfahrt. Mach ich, Ma'am. Natürlich könnt ihr bei der Sprache männlich, weiblich etc. wählen. Wahrscheinlich Sie erreichen Ihr Ziel um 12.07 Uhr. Super. Rechten Bereich haben wir jetzt die Info, dass wir 8 Kilometer weit weg sind bis zum Ziel. Dass wir um 12.07 Uhr eintreffen werden. Und hier haben wir eine Timeline, so sage ich mal. Dort sehen wir die Zielflagge, das ist also unser Ankunftsort. Haben wir auf dieser Strecke beispielsweise einen Blitzer, würde dieser erscheinen. Oder eine Tankstelle, dann habe ich da entsprechende Infos, wie weit es bis zur nächsten Tankstelle ist. Das ist mal ganz cool.
Blitzer, ich weiß, ein heikles Thema. Wenn jetzt hier ein Blitzer stehen würde, könntet ihr einmal über die Sprachsteuerung... Okay, Navi. Ich höre. Radarkamera melden. Und dann können wir hier einen Blitzer melden. Das tun wir hier, Kamera melden. Und dann wird das automatisch auf jedes TomTom, was hier auf dem Weg ist, überspielt. Oben rechts sehen wir jetzt auch gerade, dass wir eine Bluetooth-Verbindung haben, eine Verbindung zur Cloud, wo alle meine Daten hinterlegt sind, beziehungsweise meine Zielorte etc. pp. Und dass wir natürlich aktuelle Stauinformationen gerade auf dem Gerät haben. Ja, meine Bewertung bezieht sich nur auf das Navigationsgerät, also Bilder angucken damit, Musik hören oder telefonieren mache ich damit nicht, dafür habe ich andere Devices, aber für das Benutzen eines Navis ist das schon ein richtig großer Komfort, weil wir halt jederzeit über die App, über die Webseite unsere Dienste planen können. So, zum Display. Wir fahren jetzt extra hier bei starker Sonne. Die Sonne hängt noch relativ tief. Wir haben ja Herbst langsam und man kann trotzdem... Sie erreichen Ihr Ziel um 12.55 Uhr. Ja, dankeschön. Wir haben trotzdem ein wirklich gut ablesbares Display. Ich versuche jetzt mal direkt die Sonne da drauf zu bekommen. Jetzt haben wir direkt Sonne drauf und ihr seht, das ist im Prinzip kein Unterschied. Also das Display ist genauso hell, als wenn wir gleich um die Kurve fahren und es ist wieder schattiger. Also das Display ist sehr gut. Wenn das Licht nicht ganz so hell ist, finde ich, hat man immer, das ist halt die Streuung des Lichtes. Also es ist etwas grisselig. Das ist Klagen auf hohem Niveau. Es ist etwas grisselig, aber dem ist dem geschuldet, weil man halt die Spiegelung vermeidet. Man hat halt keine Spiegelung auf dem Gerät und das erreicht man natürlich nur, wenn man eine gewisse Struktur im Glas hat. Im Dunkeln sieht das wirklich genial aus. Am Tag, wie gesagt, da sieht man ganz leicht diese Kriselung. Ich denke durch die verschiedenen Einfallen des Lichtes. Aber das ist wirklich Klagen auf hohem Niveau. Wir wollen ja hier kein Smartphone, keinen TFT-Fernseher haben oder sowas, sondern wir haben jetzt letztendlich nur einen Navi. Kam hart zu schnell. Metern biegen Sie links ab. So, wie angekündigt, hier haben wir jetzt bei der langen Route, wie weit es noch ist. Und hier haben wir zwei Tankstellen auf dem Weg. Die angekündigte Bedienerfreundlichkeit. Wenn wir jetzt zu Hause sind und keinen Rechner zur Verfügung haben, können wir jetzt hier diese App nutzen. Hier haben wir meine Ziele drin. Hier sehen wir eindeutig schon mal, haben wir eben gesehen, es kommt hoffentlich gleich wieder, Verkehrsaufkommen. Hier wird es gerade rot, habe ich gerade gesehen. Also die App weiß genau, wo wir Probleme haben, verkehrstechnisch. Und hier haben wir jetzt Ziele drin. Wir können natürlich hier oben über die Suche Adressen suchen oder auch Sonderziele. Oder halt, ich habe jetzt mal was eingegeben, meine Arbeitsstelle. Wir gehen jetzt einmal auf die Arbeitsstelle. Das ist hier mit Anschrift. Dann gehen wir auf Ziel, an das Gerät senden. Das war's. Und jetzt können wir uns theoretisch, wir simulieren das jetzt einmal, uns ins Auto setzen. Ich mache die App auch wieder aus. Schwuppdiwupp. Wir setzen uns jetzt ins Auto, stecken den Schlüssel ins Schloss, starten das Navi. So, Navi geht an. Wir warten ein paar Sekunden. Wir drücken keine Taste, machen gar nichts. Und gleich sagt uns das Navi, dass da was für uns da ist und dass es so gleich auch gleich losgeht. Auf geht's. Komm. Sie haben ein neues Ziel empfangen. So, und jetzt können wir auch schon losfahren. Wir sind natürlich rechts hier auf dem Parkplatz. Wir fahren jetzt auf die Straße und dann geht das auch schon los. So, rechter Hand sehen wir dann auch schon die Tankstellen, dass er uns auch einen Parkplatz schon vorschlägt am Zielort. Sie erreichen jetzt... Nach 100 Metern biegen Sie links ab. Jetzt wurde er natürlich unterbrochen, weil wir natürlich schon abbiegen müssen. Aber er hätte uns jetzt gesagt, wann wir ankommen. Und das ist schon mal ganz lustig. Also, ihr müsst nichts in die Hand nehmen, nicht auf dem Ding rumdrücken, sondern ihr könnt das alles schön über die App nutzen oder über die Webseite. Und das ist dann richtig komfortabel, weil ihr direkt die Anschriften vielleicht irgendwo kopieren könnt, dort auf der Webseite mit Copy und Pastete einfügen könnt. Oh, da geht das los.
Zur Bedienung. Wir machen einmal kurz das Navi aus, damit es uns nicht die ganze Zeit zwischenblabelt. Ist auch klar, ihr könnt eine gesperrte Straße melden, eine Alternative suchen. Ihr habt da alle möglichen Möglichkeiten. So. Nach 400 Metern fahren Sie geradeaus über den Kreisverkehr. Jawohl, Mann. Erste Ausfahrt. So, hier sieht man zum Beispiel auch gleich oben den kleinen Pin. Das ist mein Heimatort. Der ist einmal eingegeben. Den könnt ihr, wie gesagt, auch über die Webseite eingeben. Und dann ist der auch mal gespeichert. Und dann könnt ihr dem Navi sagen, navigiere mich zum Heimatort. Was haben wir noch an der Bedienung? Die ist wirklich relativ einfach. Ich denke, das ist alles selbsterklärend. Zur Arbeit fahren, zum Heimatort, letzte Ziele, Slurrebröt. Ihr wisst aber, dass man während der Fahrt da eigentlich nicht drauf rumspielen darf. Ne? So, Telefon, wie gesagt, da habe ich noch nicht benutzt, aber ich wüsste jetzt nicht, was da schwierig dran sein sollte. Also das wird super gut funktionieren, nehme ich mal stark an. Aber es ist natürlich, weil es halt immer so weit weg ist. Hier unten habt ihr das Mikrofon unten rechts. Gut. Ist natürlich immer so bei Freisprechanlagen, dass das so weit weg klingt. Das wird das Gerät natürlich nicht beheben können, weil es halt auch so weit weg ist. Der Saugnapf, ihr seht das gerade, ist nach unten befestigt. Ihr könnt ihn natürlich auch an die Scheibe bringen. Sieht von außen ein bisschen blöd aus, meine Meinung. Hängt dann auch mitten in der Frontscheibe und hier habe ich das Gerät und nimmt mir keinen Platz weg in der Sicht. Und ich finde, das ist so eine ganz coole Lösung. Also ihr könnt den Saugnapf auch einmal umdrehen. Das Kabel, das USB-Kabel ist hinten abgewinkelt, sodass ihr es auch schön unsichtbar verlegen könnt, dass das nicht großartig absteht. Und auf der Rückseite ist auch der Power-Knopf und die Sperr- oder Entsperr-Taste. So, ihr könnt auch Parkplätze generell suchen, Tankstellen und Aufnahme starten, muss ich gestehen, haben wir noch gar nicht gemacht. Und hier habt ihr dann, was ihr gerade so aktiviert habt. Also Traffic ist der Verkehr, Radar-Updates. Und MyDrive, das ist die Cloud, das heißt, ihr könnt mehrere Geräte nutzen, meldet euch an und ihr habt dann automatisch eure Ziele oder wenn ihr das Gerät mal wechseln solltet, weil es defekt war oder ihr ein neues habt, überspielt sich die TomTom-Ziele automatisch wieder auf das Gerät und dann habt ihr alles wieder wie vorher. Deswegen die Cloud. Kommen wir zum Resümee. Es gibt Probleme mit dem Navi. Ich habe viel Negatives darüber gelesen, war deswegen auch sehr skeptisch. Wo ist das Problem? Das Problem ist folgendes, dass wir eine Verbindung zum Smartphone aufbauen, die über Bluetooth funktioniert. Im Prinzip keinerlei Problem, weil eine Bluetooth-Verbindung ja eigentlich nicht verkehrt ist. So, für ein Headset, für Musik abspielen ist eine Bluetooth-Verbindung wunderbar, alles tutti. Nur braucht das Navi ja eine Verbindung zum Internet, das heißt Blitzer-Updates, die Navigationsroute abrufen etc. pp. Und dort gibt es dann die Probleme, weil natürlich das TomTom eine Verbindung zum Smartphone aufbaut und dann eine Verbindung zum Internet herstellen möchte. Und da ist das Problem begraben, weil dann viele Geräte sagen, das kommt natürlich auf die Devices an, also auf das genutzte Gerät, dass das problematisch ist, weil könnt ja mit Viren und hin und her und könnt ja auch unautorisierte Datenverbindungen sein und deswegen gibt es da halt Probleme. Ihr müsst im Smartphone, bei Android als Beispiel, auf Verknüpfungen gehen, dann auf Einstellungen oder direkt halt auf Einstellungen und auf Mehr. Unter Mehr findet ihr den mobilen Hotspot. Den muss man über Bluetooth aktivieren. Dann habt ihr keine Probleme mit dem Gerät. Warum haben trotzdem viele Leute Probleme mit dem Gerät? Wie gesagt, ich kann nicht für jedes Gerät sprechen. Jedes Gerät ist eigenständig, ist unterschiedlich. Bei diesem Gerät, Android, ich gehe davon aus, dass es dann bei allen so sein wird, ist es so, starte ich das Smartphone neu, ist dieser Punkt deaktiviert und das Navi kann keine Verbindung zum Smartphone mehr herstellen. Also, wer das weiß, sein Gerät neu startet, muss im Reflex haben, in Anführungsstrichen, in das Menü zu gehen und diesen kleinen Schalter nochmal, wir gehen einmal zurück in die Einstellung unter Mehr, Hotspot, mobiler Hotspot und dann diesen Häkchen hier einmal aktivieren. Das muss in Fleisch und Blut übergehen. Ihr seht das jetzt, Verbindung zum Telefon wurde unterbrochen und da gibt es meines Erachtens die größten Probleme, weil die Geräte sich manchmal auch von selbst neu starten. Ihr kennt das, wenn sich nichts mehr tut, gut, dann startet ein Smartphone neu und diese Funktion ist natürlich dann automatisch deaktiviert. Eine Verbindung über WLAN ist theoretisch über das Smartphone nicht möglich, weil hätten wir eine Verbindung vom Navi zum Smartphone über WLAN, würde das Smartphone immer denken, wir hätten eine WLAN-Verbindung und wir können ins Internet gehen. Aber das wäre ja im mobilen Bereich natürlich falsch und nicht möglich. Daher bleibt dem Navi nur die Möglichkeit, über Bluetooth die Konnektivität herzustellen. Und wenn wir da das Problem haben, dass die
Smartphones oder die Geräte das verbieten oder wieder ausschalten, dann kann natürlich letztendlich das Navi nichts dafür. Also fassen wir zusammen, wenn man sich damit auseinandersetzt, sich darauf einlässt, dass wenn das Gerät neu gestartet ist oder wenn das Navi nicht funktioniert, dass man dann schaut, ob dieser mobile Hotspot über WLAN bzw. über Bluetooth, dass der auch aktiviert ist. Und dann gibt es meines Erachtens keine Probleme. Ich habe das Gerät jetzt einige Wochen im Einsatz und habe auch viele Ziele damit angesteuert und es lief alles immer wunderbar. Wie gesagt, wenn dieser mobile Hotspot aktiviert ist. So, mein Abschlussresümee, mein Fazit. Ich war wirklich sehr skeptisch den TomTom gegenüber, weil es einfach so oldschool ist mit dem Eingeben. Das wurde aber super beseitigt mit der Webseite, mit der App, super einfach. Ich steige ins Auto, habe vorher meine Ziele eingegeben und wenige Sekunden später startet automatisch die Navigation. Es ist relativ groß, gut ablesbar, egal welche Lichtverhältnisse. Wir haben wirklich ein klasse Display, auch bei starker Sonne gar kein Thema. Ich muss hier nicht rumhändeln mit dem Smartphone, sondern wir können ja einfach, das Gerät ist drin, schaltet sich an, checkt automatisch, wenn ich kein Ziel eingegeben habe, ob ich zu schnell fahre, was ich gerade tue, oder ob Blitzer unterwegs sind. Und das ist echt eine Erleichterung. Ich steige ein und das Gerät ist da und funktioniert. Wunderbar. Also von meiner Seite gibt es für das TomTom eine ganz klare Kaufempfehlung. Wenn ihr Fragen habt, es gibt keine dummen Fragen, stehe ich euch jederzeit gerne zur Verfügung, sofern ich diese natürlich beantworten kann. Aber ich denke, ihr werdet eine Menge Freude haben, wenn ihr das beachtet mit dem Bluetooth-Hotspot und dann habt ihr wirklich viel Freude damit. Aber wie gesagt, dieses Navi ist wirklich nur für Leute, die auch wirklich eine Konnektivität mit dem Smartphone haben, aber dafür habt ihr keine blöde Stauumfahrung bzw. TMC-Antenne hier rumfliegen oder ähnliches. Aber ihr müsst natürlich einen Datentarif haben. Wenn ihr den habt und ein bisschen meine Ratschläge befolgt, werdet ihr sicherlich viel Freude mit diesem Navi haben. Ich danke euch und wünsche euch allzeit gute Fahrt. Tschüss!